Seid gegrüßt, meine lieben Abonnenten und Gäste auf meinem Kanal. Ich habe schon ewig lange kein Video mehr gemacht und irgendwie habe ich schon seit Tagen das Bedürfnis gehabt, dieses Update zu machen, weil viele haben gefragt und mir geschrieben, ob per Post oder per E-Mail, was mit mir überhaupt ist und warum ich keine Videos mehr mache. Ja, ich hatte jetzt einfach das Bedürfnis, euch auch eine Antwort zu geben. Puh, ist nicht einfach. Also, vor Weihnachten habe ich mit meinem Liebling angefangen, das ganze Haus zu renovieren. Und nicht nur mal hier schnell mal tapezieren oder so, nee, alles, also wirklich alles. Vom Boden rausreißen und Möbel kaufen und. Ich hoffe, ihr hört jetzt im Hintergrund nicht so eine blöde Sense oder Elektrosense. Mein Nachbar oder unser Nachbar, der ist, glaube ich, im Rasenmäher krank oder so was. Jedenfalls in den beklopptesten Augenblicken, wenn ich ein Video drehen wollte, geht dieses Scheißding an. Naja. Jedenfalls möchte ich euch eine Antwort geben, warum ich so eine mega lange Pause gemacht habe. Wie gesagt, wir haben renoviert. Und es war natürlich körperlich für mich mega anstrengend. Ich habe unheimlich gerne mitgemacht, aber es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Ich brauche eine Auszeit. Und zum Glück hat Liebling darauf reagiert. Dann konnte ich mich halbwegs wieder erholen und dann ging es weiter. Und wir wohnen ja nicht in so einer kleinen Butze im Prinzip. Wir haben schon ja, ein gutes, großes Haus und mit vorne Garten und hinten Garten. Also es ist immer viel Arbeit. Ja, und in der Zwischenzeit war ich natürlich wieder zu meinen Untersuchungen, wie sich das so gehört. Und ich war auch zum Spezialisten. Ich würde euch gerne sagen, welcher Spezialist, aber ich glaube, da lehne ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster, weil ich nicht weiß, ob ich das rechtlich so in der Öffentlichkeit treten kann. Jedenfalls war ich zum Spezialisten und dieser Mann hat meine Medikamente, also einer meiner Medikamente, umgewandelt. Also ich nehme ja lebenserhaltende Medikamente und da ist eh eine Tablette bei, die wollte er eben halbieren. Vielleicht meint er es doch gut oder so. Na jedenfalls dachte ich nur, und das war mein Fehler, ist ein Spezialist und der wird wissen, warum er das tut und der meint es wahrscheinlich auch gut mit mir. Ich war auch sehr skeptisch und hatte ihn darum gebeten, dass ich Bedenkzeit bekomme und lieber dann nochmal einen Termin in Anspruch nehme, was auch dazu kam. Ich hatte mich zwar informiert und sah auch ein paar Vorteile, wenn ich nicht mehr so eine starke Tablette nehmen muss, aber ich hatte auch Bedenken. Genau Heiligabend nahm ich dann meine neue Tablette und am Anfang war alles in Ordnung. Ne? War alles super und ich habe dann eine Stimme gehabt. Ist ja auch logisch, der Körper muss sich erstmal umstellen. Ja, ab einer bestimmten Zeit ging es mir immer schlechter. Es war nicht mehr normal. Ich habe mich schlimmer gefühlt als in meiner Chemozeit. Und körperlich war ich am Ende, total am Ende. Und das wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Ich kam unsere Treppe nicht mehr hoch. Ich habe nach 3 Stufen habe ich gejapst und habe nach Luft geschnappt. Ich wurde immer schlapper, war unruhig in der Nacht und also wer das selber noch nicht durchgemacht hat, kann es wahrscheinlich auch ja nicht nachempfinden. Aber es war wirklich extrem schlimm und ich bekam immer mehr Angst. Und im Hinterkopf hatte ich immer, das kann nur an dieser Tablette liegen. Ich weiß, ich habe lebenserhaltende Medikamente und irgendwann streikt wahrscheinlich der Körper und sagt sich, weil jede Tablette hat auch Nebenwirkungen und das merke ich ja auch im Laufe der Zeit, wo ich jetzt diese Tabletten schon nehme, dass ich eben nicht mehr so fit werde, wie ich mal war. Ne? Aber man muss überall Abstriche machen, entweder nehme ich die Tabletten oder ich bin tot. Ne? Ist ganz einfach. Und jedenfalls habe ich irgendwie in der Nacht, habe ich mein Liebling wach gemacht und habe gesagt,
ich halte das nicht mehr aus. Ich habe zwar einen Termin jetzt in der Klinik demnächst, aber ich schaffe das nicht. Ich muss zum Arzt. Ja, dann bin ich nächsten Tag zum Arzt gegangen und habe ihm das alles geschildert und der war total erschrocken. Wie kann man diese Tablette nicht nur auf die Hälfte, also vielleicht hätte man Stück für Stück das tun sollen, ne? Weil es gibt diese Tablette in 5 Milligramm oder so und ich nehme die ja in 20 Milligramm. Jedenfalls wurde mir gleich die Hälfte verschrieben, also 10 Milligramm, und das war auch der ausschlaggebende Punkt, weil so wäre das nicht weitergegangen, ich werde wahrscheinlich gestorben. Ne? Der hat sich total aufgeregt. Ich habe wohl gesagt, ich möchte aber nicht gerichtlich oder irgendwas gegen einen Spezialisten angehen, weil es bringt erstmal körperlich oder nervlich nichts und gegen Spezialisten ankämpfen wird wahrscheinlich auch mega teuer, aber es gab eben einen Brief und darauf wurde hingewiesen, dass mein Arzt mir wieder meine normale Tablette verschrieben hat. Und ich habe erst gedacht, okay, die nimmst du jetzt wieder normal, und habe mich auch total gefreut. Und da, warum glauben, dass ich unheimlich schnell wieder den Normalzustand komme, was aber nicht der Fall war. Das dauert ewig. Ich habe eine Freundin, eine alte Schulfreundin, die hat damals in so einer Krebsklinik gearbeitet und hat mir gesagt, Judith, dein Körper braucht ein Jahr, um das zu regenerieren. Was in der Zeit, wo du die andere Tablette noch mal kaputt gegangen ist. Ne? Und ja, mittlerweile geht es schon wieder. Und überlegt mal, ich habe im Dezember, also Januar, kannst du sagen, Ende Januar nachher wieder die normale Tablette genommen und wir haben jetzt Mai. Ja. Nein, wir haben jetzt April. Wir haben jetzt April. Und so lange kämpfe ich schon jeden Tag. Es ist so oder so immer ein Kampf. Aber um mal doch wieder aktiver zu sein oder so, ne? Und deswegen hatte ich heute den Mut und die Lust, und ob der da draußen mäht oder nicht, ich hoffe, man hört es nicht so, dieses Video zu drehen, weil ich auch der Meinung bin, ihr solltet das wissen, lasst euch nicht so schnell auf Spezialisten ein. Holt euch noch einen anderen Rat. Ich habe nur das Problem, wenn ich zu diesen Spezialisten einen Termin kriege, dann muss ich 1,5 Jahre warten. Also davon gibt es nicht so viel, dass ich hätte mir noch irgendwo einen anderen Rat holen können, wahrscheinlich. Vielleicht, ja, doch, von meinem Hausarzt oder wie er das sieht oder so. Das habe ich nicht gemacht, weil ich eben auf einen Spezialisten vertraut habe. Aber solltet ihr in solcher Situation sein, lasst euch auch Bedenkzeit geben und sucht andere Ärzte auf. Und wenn es euer Hausarzt ist, aber checkt das mit dem ab oder in der Klinik oder so, damit ihr nicht diese böse Erfahrung machen müsst. Ja, ich hoffe, der Ton ist halbwegs gut, das Licht ist halbwegs gut, weil hier haben wir ja noch nie, oder besser gesagt, hier habe ich ja noch nie gedreht. Ja, das sollte ein kurzes Update sein und ich verspreche euch, es gibt mal wieder neue Videos. Ich habe zum Beispiel über 20 Beanie-Mützen genäht, die man so umdrehen kann. Also das hast du eigentlich, wenn du eine Mütze hast, hast du immer zwei. Ich habe so viele Sachen gemacht und ich habe mir schöne Sachen gekauft, die ich auch gerne mal zeigen würde, weil einige werden jetzt langsam alle und oder leer. Ja, einige werden jetzt mittlerweile leer und die möchte ich euch vorher noch zeigen. Ebenfalls möchte ich mich jetzt erstmal bedanken und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, für meine Pause. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mal wieder öfters ein Video machen kann. Für euch und für mich natürlich. Für mich, hauptsächlich für mich. Ja, ich denke mal, ich habe einiges wahrscheinlich vergessen. Aber ich möchte mich trotzdem jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und immer Kopf hoch. Man sagt ja immer, wo Regen ist, scheint doch bald wieder die Sonne. In diesem Sinne, glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen. Ciao.